hab nur keine Ahnung, wer mit Doubled wie. Our manpower at the White Forge. Most folk here are excited. Only a matter of time before someone. Aber auf jeden Fall Konzelhauts Schädel. Konzelhauts Visage. Hm. Auf jeden Fall erstmal ihr das Ding geben. So ist der Arbeit, bei uns gibt es im Moment einiges zu tun. Brünnert ist erledigt. Ich finde verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass du dazu fähig bist. Ich gebe den Reißzähnen Bescheid. Hier ist die versprochene Belohnung. Kopfgeld Brünnert abgeschlossen. Einfach ein bedeutendes Abenteuer. Mach du das mal, Zahura. So ist Arbeit bei uns, gibt es im Moment einiges zu tun. Nein, gibt es nicht, scheinbar. Oh. Hauptmann Orkne, ein paar Stadtwachen stehen um eine Leiche herum, die auf dem Boden liegt. Eine von ihnen dreht sich zu dir um, als du dich näherst. Sie nickt dir zu. Du hast ein untrügliches Gespür für den rechten Zeitpunkt, Fürstin Talisa. Die Dame hier war den ganzen Tag hinter dir her. Sabine blickt mit zusammengekniffenen Augen die Leiche an. Sieht größer aus als die letzte. Verzeihung? So bin ich. Was ist beliebt bei den Toten? Wie kannst du dir da so sicher sein? Verzeihung? Diese Frau hat in der Stadt nach dir gefragt, aber nicht auf höfliche Art und Weise. Sie ist ganz schnell nervös geworden, als wir vorbeigekommen sind. Sie hätte Rolim fast den Kopf abgehauen. Tut mir leid, dass ihr Ärger hattet. Ach, Ivo, sie hat nur Fräulein tüchtig erschreckt. Orkne deutet auf die Leiche. Du sollst dir ansehen, was sie bei sich hatte. Vielleicht erkennst du etwas. Das Versprechen des Phylakteriums. Ja. In Solvort wurde eine gewalttätige Späherin von der Stadtwache niedergestreckt. Vor dem Tod wurde sie beobachtet, wie sie Erkundigungen über mich eingeholt hat. Die Assassine ist tot, aber das ist für eine Wächterin keine Abschreckung. Vielleicht finde ich einen Hinweis darauf, warum mir diese Frau denn auf den Hals gehetzt wurde. Die kalte Leiche einer Frau liegt halb vergraben im Schnee. Die Todesursache ist offenkundig. Eine schmale Wunde unter ihrem Hals. Die Essenz ist bereits schwach und schwindet schnell immer weiter. Die Hand ausstrecken. Du tauchst in eine kalte Dunkelheit. Ein unvollständige Bilder gleiten an dir vorbei, ehe du mehr als ein Echo erfassen kannst, dann plötzlich Licht. Sonnenlicht scheint durch den Rücken im Blätterdach und erhält kleine Flecken des Sumpf. Schlamm und knietiefes Wasser erschweren jeden Schritt. Deine Beine sind jetzt schon müde, obwohl du gerade erst begonnen hast. Du musst dich mit dem Unbehagen abfinden. Du wirst schon bald den Fluss erreichen. Folge seiner Biegung nach Norden. Es ist ein Mantra in deinen Gedanken. Erreiche Stolwort, finde die Wächterin. Folge ihr, finde das Phylakterium. Konzlauts Mörder wird nicht leicht zu besiegen sein. Aber wenn du vorsichtig bist, fällt dir die Aufgabe nicht alleine zu. Dein Meister wird sich um die Wächterin kümmern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Erinnerung verblasst und du kehrst zu dem vertrauten Anblick des Torwarts zurück. Vielleicht durch deine Erkundung aufgeschreckt, beginnt die Sehnessenz sich aufzulösen, bis du sie nicht mehr sehen kannst. Die Erinnerung der Reise der toten Frau bleibt jedoch in dir zurück. Im Südwesten jenseits der Weißmark liegt ein Sumpf und dort wartet ein Feind auf dich. Halte die Augen offen. Wir sollten einen Spaten holen. Ein paar Stadtwachen stehen um eine Leiche herum, die auf dem Boden liegt. Eine von ihnen dreht sich zu dir um, als du dich näherst. Sie nickt dir zu. Mhm.
Ja, der Eisdrache wird schwieriger werden als der Adradrache, einfach allein schon deswegen, weil er ein höheres Level hat. Andererseits scheint er allein gewesen zu sein. Also, wir werden hier noch mal rasten. Back to warm your hand, Jay. What can I do for you? Top quality bear. So, was sagt das Phylakterium? Bevor er sie nach Stover kam, reiste die Speerin durch einen Sumpf am Rand von ihr Glanzpfad im Südwesten der Weißmark. Ich nehme an, dass sich ihr Auftraggeber dort in der Gegend. Dass ich einen Auftraggeber dort in der Gegend finde. So. Ach nee, das schnellste Ausgang ist gleich der hier oben. Langsichtfälle. So. Da oben haben wir ja schon gemacht, das mit der Klinge. So, ich werde jetzt hier reingehen. Werd hier drin schon mal, bevor wir irgendwas anderes machen, mein Safe machen. Das ist 5-7 dann. Let's play 057. Speichern. So, es gibt aber noch keinen Cut. Ich will jetzt einmal den Drachen probieren. Falls ich es nicht schaffe. You're quite friendly, aren't you? Oh, er hat doch Minions. Der Drache dreht seinen Kopf und blickt dich an. Seine roten Augen sind trübe wie schmutziges Eis. Seine Flanken heben und senken sich mit schweren Atemzügen. Vorsichtiger Dampf steigt zwischen seinen Zähnen auf. Leave now. Verschwinde sofort. Das einzige Geräusch, das der Drache von sich gibt, ist ein heißes Knurren. Du hörst aber es aber deutlich, als wäre es gesprochene Sprache. Das Monster zeigt seine Zähne. Du siehst krank I can aus. still peel the flesh from your bones. Ich kann dir immer noch das Fleisch von den Knochen schälen. Der Drache hustet. Tiefrote Tropfen fallen auf das Eis. Du siehst etwas in der Form eines Oberschenkelknochens zwischen seinen Zähnen stecken. Wo liegt das Problem? Consider it indigestion and consider yourself lucky I've eaten.
Betrachte seine Magenverstimmung und schätze dich glücklich, dass ich bereits gegessen habe. Ein Rülpser grollt aus dem Schlund des Drachen hervor und hallt in dem Eis unter deinen Füßen wider. Was Igad da gegessen, den jungen Mann bei der Straße. Was that the rodent's name? I only know that he tasted mealy and lean. So hieß dieser Nager. Ich weiß nur, dass er mager geschmeckt hat. Der Drache fährt mit seiner Zunge über den Beinknochen. Warum siehst du dann verwundet aus? Er kam mir nicht vor wie ein ernstzunehmender Gegner. Er war auf der Suche nach seinem Sehenswegen. Was hatte das mit dir zu tun? Centuries I've lived. I won't share my soul with some mewling youth. Der Drache malmt die Zähne. Seit Jahrhunderten lebe ich. Ich teile meiner Seele nicht mit einem heulenden Kind. Moment, du bist ein Sehenswegen. Warum hast du ihn getötet? While he lived, his suffering became mine. And as he drew closer, his weakness infected my essence. Solange er lebte, wurde sein Leid zu meinem. Und als er sich näherte, infizierte seine Schwäche meine Essenz. I can never be strong while a soul twin of mine lives. Der Drache lässt seinen Schwanz peitschen. Ich kann niemals stark sein, solange ein Sehenswing von mir lebt. Du hast das wohl schon einmal erlebt. Since I was a worm, sudden fits of agony and terror would paralyze me. I was a prisoner to experiences that weren't mine. Seit ich ein Jungdrache war, plötzliche Anfälle von Schmerzen und Furcht lähmten mich immer wieder. Ich war ein Gefangener von Erfahrungen, die nicht meine eigenen waren. Der Schwanz des Drachen rollt sich langsam ein und wieder aus. Eventually I noticed something similar in my fellow hatchlings. I felt their cries and shrieks become mine as they nipped and flew at one another. Irgendwann bemerkte ich etwas Ähnliches in den anderen Drachen meiner Brut. Ich spürte, wie ihre Schreie und Kreischen zu meinem wurden, als sie einander zwickten und anflatterten. Wie kam es zu einer Verbindung zu deinen Geschwistern? Sprich weiter. I killed as many of the other hatchlings as I could. I felt their pain, but I also felt parts of their souls become mine. Ich habe so viele von meiner Brut getötet, wie ich konnte. Ich habe ihre Schmerzen gespürt, aber ich habe auch gespürt, wie Teile ihrer Seele meine wurden. Seine Schlitze von Augen weiten sich vor Erinnerung. I slaughtered and devoured, and the scent of blood drove my siblings into a frenzy. Our nest became a maelstrom of chaos as we fought, dying and feeding together. Ich habe getötet und gefressen, und der Geruch von Blut hat meine Geschwister rasend gemacht. Unser Nest wurde zu einem Hort des Chaos, als wir kämpften, starben und einander fraßen. At last, only a handful of us were left. We were sickened by all we'd consumed and suffered. Schließlich war nur noch eine Handvoll von uns übrig. Wir waren entsetzt, was wir verschlungen hatten und was wir erlitten hatten. Die Erhebung auf seinem Kopf lachen ab. Was ist aus dem Teil der Brut geworden, der überlebt hat? I eventually hunted down some of my missing siblings. Others returned to me in other skins and other lives, as that boy did. Nach und nach jagte und fand ich einige meiner verschwundenen Geschwister. Andere kehrten in anderen Häuten und andere leben zu mir zurück, wie dieser Junge. Ich verstehe, du tust, was du tun musst, um zu überleben. Hättest du stärker werden können, indem du dich mit deinen Sehenswegen vereinst? Deine Sehenswege zu töten ist falsch, deine Beweggründe ändern das nicht. Vielleicht hat ein anderer deiner Sehenswege das auch getan. Vielleicht bist du eines Tages der Gnade eines stärkeren Wesens ausgeliefert. Vorsicht ist die Krücke der Schwachen. Es zahlt sich aus, zuerst zuzuschlagen. Nehmen wir mal die Remaining fettered to them, hoping they never think to turn on me. An sie gebunden bleiben, hoffen, dass sie sich nie gegen mich wenden. Etwas rumort lautstark im Magen des Drachen. As interesting as this conversation has been, I've had enough of it. So interessant diese Unterhaltung auch war, ich bin ihrer überdrüssig. Der Rache kratzt sich mit der Krall zwischen den Zähnen und endlich löst sich der Knochen. Er kaut auf dem Stück herum, seine Augen auf dich gerichtet. Du bist immer noch geschwächt. Spar dir deine Stärke auf und lass mich in Frieden. Er blickt dich an, während er den Knochen immer noch zwischen den Zähnen zerknackt und zersplittert. Schließlich zuckt er den Splitter runter. I'll take my chances. Ich riskiere es. Okay, Kampf. Oh, wo kommen die Geister her? Okay. Ich würde mal sagen, das geht hier nicht gut aus. Und die Zeit sagt auch, dass es nicht gut ausgeht. Von daher machen wir jetzt einfach einen Cut
und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann versuchen wir es nochmal ordentlich. Also, bis gleich.